Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind heute ganz früh los und sind gerade angekommen in Wettstetten und besuchen die Firma NTM. Ich muss bei Kuntouch leider jetzt immer an den Film Wolf of Wall Street denken, mit dem Weißen, wo der so besoffen in das Ding einsteigt. Okay. Ist mir ja schon passiert. Das heißt nicht nur Tuning hier, sondern tatsächlich auch klassisch noch richtig Restauration. Ja, genau. Sieht nach Software aus hier? Ja, das ist unser Elektronikentwicklungsraum. Da auf der anderen Seite sind zwei Prüfstände. Da kriegen wir jetzt einen neuen Prüfstand, wo die zwei Rollen vorne und hinten verbunden sind, weil du mit den neuen Systemen, also von Audi, nicht mehr fahren kannst. Die gehen nicht mehr in Notlauf. Also brauchst du die Rolle vorne und hinten verbunden. Und ja, der wird jetzt gerade nächste Woche installiert. Das heißt, neuer Prüfstand, extra haben wir die neuen Autos. Ja. Wie viele Ingenieure seid ihr hier, die Software machen? Also? Du, Ingenieure haben wir. Ja, oder generell Leute, zwei, die die Software machen? Zwei Leute. Ja, die Software machen. Das ist halt so ein Job, wo es, da gibt es ja nie ein Ende, weil gefühlt kommen ja schneller neue Autos raus, als man die alten fertig hat. Ja, und weißt du, früher beim 15er, da hat es ein Steuergerät gegeben, mit einem Datenstand für alle Motore. Ja. Und mittlerweile hat ja jeder Motor, jedes Getriebe fast einen anderen Datenstand. Also es ist brutal geworden. Aber ihr macht schon noch alle Datenstände für alle Autos, fahrt ihr selber komplett raus? Wir fahren es komplett raus, ja. Aber so ein Steuergerät verschlüsselt, dass man es nicht nachbauen kann, das lassen wir dann extern machen. Ja, das ist jetzt... Boah, das ist auch mal ein dezentes... Ja, das ist jetzt ein bisschen eine Baustelle. Dezentes Gebläse auch. Ja, ja gut, wir haben das damals so konzipiert, wir haben oben praktisch einen riesen Ventilator, Lüfter, haben da einen Kühler dahinter und da einen Luftaustritt. Und wir sagen, 80% die Abgase mit 20% der Raumluft ab. Das heißt, wir fahren mit geschlossenen Toren, weißt, wir haben draußen kein Problem mit dem Geräusch und das funktioniert echt gut. Und das ist halt der alte Prüfstand und da war jetzt ein zweiter dort und dann machen wir jetzt den neuen hin. Okay, das heißt, ihr braucht gar keine Luft von draußen, sondern lasst das fast komplett in den Zirkulieren. Ja, wir haben 20% Luftzufuhr über das Dach oben. Über das Dach, ja. Und dann fährst du relativ leise. Krass. Und hier ist ein großer Kühler dazwischen. Da ist ein Riesenkühler dazwischen, genau. Und draußen steht ein Container. Das ist praktisch unsere Klimaanlage für den Kühler. Ja, das hilft nichts. Das heißt, selbst wenn ihr hier, was im Sommer, was für eine Temperatur habt ihr drin? Kann man wirklich so regeln, wie man dann will? Oder heizt der sich auch ein bisschen auf, der Raum? Ja, der heizt sich mit Sicherheit irgendwann auf. Ja. Aber du hast ja die Austrittstemperatur, die den Fahrtlift simuliert. Ja, da kommst du schon auf so 10 Grad runter. Krass. 10, 15, 20, je nachdem halt, weißt. Ja. Und da haben wir jetzt für die neuen RS6 Modelle oder Urus, haben wir jetzt vorne einen breiten Kasten gemacht, weil die Ladeluftkühler zu weit außen sind, dass wir da auch Luft hinbringen. Das heißt aber tendenziell, die neuen Softwares, die ihr entwickelt, macht ihr auf dem Prüfstand oder auf der Straße? Oder beides? Ja, erstmal machst du es am Computer, dann fährst du es am Prüfstand raus oder nach. Und dann musst du auf der Straße nochmal Abnahme fahren. Also ob das auch funktioniert auf der Straße, weißt. Okay. Also schon Prüfstand, aber elementar wichtig für euch. Ja, früher sind wir auf der Autobahn Vollgas gefahren. Das geht jetzt nicht mehr, weißt. Ja. Aber früher waren die Autos maximal 230, 240, mal vielleicht 250 schnell. Aber mittlerweile, das funktioniert nicht mit dem Verkehr. Ja, und da einmal neu. Ist halt auch vom Sicherheitsaspekt gut. Ja, wie gesagt, der Prüfstand ist schon da. Der ist aus Frankreich. Rotronix, glaube ich, heißt der. Und das ist dann eine verbundene Achse. Und ist aber wirklich tatsächlich so viel, dass ihr zwei Prüfstände braucht? Dass die eigentlich teilweise sogar gleichzeitig laufen? Oder nur, damit man nicht auf- und abspannen muss? Wir fahren nicht gleichzeitig. Aber wenn du jetzt ein Auto für die Applikation aufgespannt hast und dann kommt der Kunde, dann das funktioniert nicht, weißt du. Und dann haben wir damals gesagt, bauen wir das Gebäude gleich für zwei Prüfstände. Und das war eigentlich auch recht gut. Ja. Und da haben wir jetzt vorne eine Rolle, also wir können da 3x260 kW fahren. Vorne eine Rolle, hinten zwei. Wir haben mal den Apollo gemacht, ich weiß nicht, ob du das weißt. Ja. Und dann haben wir halt für die Applikation vom Motor haben wir hinten dann noch eine Rolle hingebaut zusätzlich. Sonst hat es zu viel gefunkt. War zu viel Bums da. Ja, der hat schon richtig Leistung gehabt. Gut, da waren wir jetzt, das ist vielleicht ein interessantes Projekt. Das wird Safari. Der hat einen RS6 Motor drin, also der hat auch 950 oder 1000 PS. Das heißt, eigentlich war aber ein A6 Allroad. Das ist ein A6 Allroad. Der hat die RS6-Technik drin.
Wir haben vorne eine kleinere Bremsscheibe eingebaut, weil wir die Geländereifen drauf machen. Ja, das sind mal echte Geländereifen. Ja, ja, und das wird so eine Safari, da kriegt es noch ein bisschen einen Dachträger und den werden wir mal nach Ghana bringen und da ein bisschen rumfahren. Da haben wir einen guten Kunden und der möchte mal mit dem Auto fahren dann. Und schauen wir mal. H6 Allroad mit R6 Motor, 960 PS. Also 960, ja. Viel mehr Sleeper geht ja dann bald auch nicht. Ne? Stell dir mal vor, du fährst noch Dachbox, so Gepäckträger ja, oben kommt, drauf und ja, dann das machen wir so natürlich. Sahara-Farben fährst du damit in Ghana durch die Wüste. Genau, Reservereifen und so kommt da drauf, brauchst du da dort. Und was habt ihr hier gemacht? Wir haben, das ist eine Schürze, eine andere, und da haben wir einen Fußgängerschutz gefahren. Also musst du ja praktisch für die TÜV-Abnahme einen Fußgängerschutz machen. Da gibt es auch ein Video, das kann ich dir mal geben, das ist richtig gut. Da fahre ich praktisch so eine Art Fuß hin und dann haut es den Fuß drüber. Deswegen ist die Motorhaube ja vorne beschädigt und die Scheibe ein bisschen. Und das ist halt jetzt eine TÜV-Abnahme für diese Frontschürze und den Frontkühlergrill. Musst du machen, sonst geht's nicht. Das heißt, ihr baut für solche Fahrzeuge bis heute Grills und Schürzen? Ja, das ist jetzt für einen normalen A6. Und die müssen richtig einen Crashtest machen? Crash nicht. Also Fußgänger. Fußgänger, ja, also ja, schon. Crash ist ja ein Auto hier. Nee, also schon Fußgänger. Fußgängerschutz musst du machen. Wenn du heute vorne was ändern tust, dann musst du Fußgängerschutzprüfung machen. Für jede Stoßstange, also wenn ihr jetzt das gleiche für einen A4 machen würdet, auch wieder? Muss ich für einen A4 fahren, für einen A6 oder für einen Q5 kommt jetzt als nächstes. Und ja, musst du machen. Es hilft nichts. Aber dafür kannst du es auch mit TÜV anbieten, das Ganze. Ja. Da kommen dann noch zwei Schalensitze rein, ein Käfig ist schon drin. Ja. Aber wie gesagt, der ist jetzt letzte Woche erst beim Fußgängerschutz gewesen, bei der Firma Magna. Und ja, der Rest kommt noch. Witziges Ding, ja. Ist 12 für Michel. Vor allem unten auch der, das ist ja auch so eine, das sind ja eigentlich, das ist ja eigentlich eher 6 Endrohrgröße, aber auch so eingelassen in die alte Stange, ne? Ja, von Allroad. Ja, das haben wir genau. Da haben wir eine Kombination gemacht, dass wir nicht alles umbauen müssen. Und das ist unser, wo wir vorher angesprochen haben. So viel war auch was ganz Seltenes. Ja, das ist ein Einzelstück für einen Hamburger Kunden von damals. Den fährt jetzt einen Dänen. Und der Kunde wollte damals einen 15er S6 haben mit 450 PS oder so. Und unbedingt die Bugatti-Reifen drum, also Räder drum. Das ist Original Bugatti? Das ist Original Bugatti. Das wäre meine nächste Frage gewesen, deswegen guck dich gerade bitte Zentralverschluss. Ja, ja, das ist Original Bugatti. Wir haben da eine Festigkeit gefahren für mehr Traglast vorne. Und das ist praktisch Original Bugatti. Ja. Haben wir einen Zentralverschluss gemacht, das hat damals der Ingenieur, der ist auch noch bei mir, der Herr Weber. Das war damals eine Diplomarbeit, dass wir praktisch die Felgen adaptieren können auf das Auto. Und der hat dann 15. Und dann haben wir jetzt komplett restauriert, das Auto. Der war wirklich teilweise Schrott und der gehört der Kundin aus Norwegen. Und nur weil er die Räder fahren wollte, ist der dann auch so dezent breiter geworden? Ja, genau. Oh, echt? Krass. Ja, da muss man schon wirklich die Felgen lieben, dass man für die Felgen ja, nicht mit Zentralverschluss, sondern das ganze Auto breit macht. Das war seine Vorgabe, ja. Krass, okay. Das heißt, hat auch schon ein bisschen Historie, das Auto. Ja, der ist jetzt ja, über 30 Jahre alt. Krass. Praktisch. Und ist jetzt warum wieder bei euch? Was kriegt er jetzt? Der ist jetzt komplett restauriert worden von uns. Also das ist wirklich die Verbreiterung. Alles wieder frisch gemacht. War schlimm, beieinander. Genau. Ja, okay. Schauen wir schnell da rein. So, wir haben die nächste Werkstatt. Ja, das ist ja euer... Das ist unser RS6, genau. Genau, das Auto. Unser Entwicklungsfahrzeug. Also ich glaube, wenn ich... Also das Auto ist auf jeden Fall auch durchs ganze Internet gegangen. Ja. Also der hat seinen Soll auf jeden Fall erfüllt. Der ist gut angekommen, ja. Ja, es ist unser Versuchsträger. Also eigentlich haben wir den Versuch gemacht mit dem Allrad draußen, die Entwicklung. Den haben wir früher gehabt für den RS6. Und jetzt haben wir den RS6 dann nachgeschoben. Aber auch goldrichtig einen roten zu nehmen, weil ich finde, der ist optisch einfach so geil. Ja, der ist gut. Vor allem hier auch. Ja, wir hätten damals einen gelben oder einen roten kriegen können. Ja, die Ricardo-Sitze. Der hat diese Pole-Position Podium drin. Podium, genau. Podium. Das war auch das allererste Mal, dass ich Podium außerhalb von der Messe gesehen habe. War bei euch in dem Auto. Ihr müsst so ungefähr die ersten zwei Sitze, die gefertigt wurden, die müssen eigentlich für euch direkt hier für den R6. Ja, die Idee ist aber ein bisschen von uns gekommen, weil wir haben damals so Carbon-Schalen gemacht und haben diese Pads da neu gemacht. Je nach Fahrer, weißt du, von der Dicke oder von der Höhe. Und Ricardo hat das richtig umgesetzt. Ja, mega geiles Auto. Geiles Auto, ja. Ich weiß noch, wir waren ja mit dem Auto zusammen auf einem Grip-Dreh.
Mhm. Und die Kollegen hatten erzählt, 1000 PS und auch alles eingetragen. Mhm. Ja, ich konnte es nicht glauben, ich habe mir wirklich den Fahrzeugschein zeigen lassen. Und es ist tatsächlich alles eingetragen. Ne? Ja. Das ist schon krass. Weil das ist heutzutage wirklich, wirklich, viele bieten ja so Stage 1 und 2 mit TÜV an irgendwie so, ne? Aber dann hört es irgendwann auf. Und hier halt wirklich diese 960 PS eingetragen. Ja, also wie gesagt, mit den neuen Abgasvorschriften WLTP ist es relativ easy, muss man echt sagen. Also ist tatsächlich sogar ein Schritt eher wieder einfacher geworden? Es ist einfacher geworden. Ja, wenn es das beherrscht vom Applizieren her und so, ist es deutlich einfacher. Was genau ist da einfacher dran geworden? Also wo ist der Unterschied? Also vom technischen her gesehen, was muss man anders erfüllen? Ja gut, die haben jetzt ein OPF, die DDR-T. Und früher hast du halt einfach, man sagt ja, ich weiß es ja nicht, aber die haben eine Abgasrollenerkennung, die Fahrzeuge. Mhm. Und diesen Modus zu finden oder zu kriegen, das war halt immer schwierig. Mhm. Dann hast du die Ausrollwerte nicht gehabt, die stehen ja mittlerweile im COC-Gutachten drinnen, Papier drinnen. Das heißt, du kannst jetzt dem TÜV wirklich sagen, ich brauche die Ausrollwerte auf der Rolle und ich fahre dann den Abgastest. Und früher war es halt sehr schwierig. Das heißt, das eigentliche Prüfverfahren ist auch ein bisschen einfacher geworden? Das Prüfverfahren ist im Prinzip, ja, es geht mehr in die Volllast drauf. Es ist im Prinzip nicht viel anders. Du fährst halt jetzt nicht mehr, ich weiß nicht, bis 60 oder 100 oder 120 km/h, sondern fährst mehr in die Volllast drauf. Weißt? Also mehr realitätsbezogen. Und das kommt uns aber zugute. Wenn ihr so eine Stage für einen TÜV fertig macht, was kostet so ein Abgasgutachten beim TÜV? Also angenommen, man besteht das und man fährt wirklich nur hin, kriegt einen Termin da und macht nur einmal dieses Gutachten? Ja, ich sage mal, da bist du mit Gutachten schreiben und so, mit Messung. Wenn du das erste Mal durchkommst, dann brauchst du Phonmessung auch noch, eine Auspuffanlage. Ja, bis zu bei 5.000 Euro ungefähr. Okay, aber doch noch richtig pro Geld, Typ. Ja, wenn du das erste Mal schaffst, dann ist es vielleicht günstiger. Ja. Aber bis du das alles zusammen hast, musst du 5.000 Euro rechnen. Ja. Und wenn du dann beim Allrad in Deutschland über 40% eintragen möchtest oder in Europa, dann musst du 2.000 Kilometer Rennstrecke fahren mit dem Auto. Sonst geht das nicht, weißt du. Ah, das hatten wir mal einen Kommentar unter dem Video, wo das einer gesagt hatte. Ich konnte es auch gar nicht glauben. Hab daraufhin dann noch mein Video darauf hingewiesen. Aber es ist dann also tatsächlich so, man kann 2000 Kilometer Rennstrecke fahren. Und wenn die Karosse das mitmacht, kann man auch mehr Leistung als diese 40% eintragen. Ja, genau. Also beim Heckantrieb darfst du 20% maximal mehr machen. Also beim Einerachsenantrieb. Beim Allrad darfst du maximal 40% machen. Und drüber musst du Festigkeit fahren. Da gibt es, glaube ich, drei Rennstrecken. Das ist Nürburgring, Lausitzring und noch irgendeine Rennstrecke. Wobei der Lausitzring relativ einfach ist, weil er hat viel Gerade. Und wir sind ja früher mit 2000 Kilometer auf dem Hockenheim einen kleinen Kurs gefahren. Da drehst du durch. Nur Kurven. Das kannst du dir nicht vorstellen. Da kriegst du keine Kilometer drauf, weißt du? Ja, vor allem, wenn eine so eine Runde 5 Kilometer hat, 2000 Kilometer, 400 Runden. Ja, hat der überhaupt? Nein, der hat ja früher gar keine 5 Kilometer gehabt, der Hockenheim. War noch weniger, ne? Ich weiß nicht, ich habe jetzt so mal. Da brauchst du noch. Also, wenn du extrem fährst, brauchst du noch eine Stunde eine neue Bremse. Also, damals waren ja die Autos mit einer kleinen Bremsanlage bestückt. Aber so bei sowas, 2000 Kilometer Rennstrecke, wird dann auch vorgeschrieben, wie du dort fahren musst, dass du da nicht einfach so eine Kaffeefahrt raus machst, sondern einfach nur ein bisschen rumfährst, oder? Ja, das sagt ja der TÜV schon. Das sagt er schon, der will dann auch ein bisschen. Der hat uns aber auch schon mal gesagt, fahrt ein bisschen langsam, weil sonst ist eine Bremsnahme im Stadt kaputt. Also wir sind ja früher mal in Brünn gefahren, genau. Ist auch ein guter Kurs gewesen, aber da hast du halt viel Hochgeschwindigkeitsbremsungen, weißt. Und wenn du früher mit dem S2 gefahren bist, auch mit der großen Bremse, 430 PS, die war sofort hier. Ja. Da sind die Gummis von den Manschetten runtergetropft. Okay. Ja. Ich hätte auf jeden Fall einen Kumpel, Selim, Grüße gehen raus. Wenn ich einen Fahrer bräuchte, würde ich ihn reinsetzen, der würde die 400 Runden am Stück fahren und würde dann noch weitere 100 hinterher fahren. Der ist auch einer, wenn der einmal Rennstrecke losfährt, steigt der mal nicht aus. Ja, kannst du auch früher. Wir sind Nordschleife schon gefahren, aber da ist ja mittlerweile schwierig drauf zu kommen, weißt. Und naja. Gut, das ist jetzt, sage ich mal, der gleiche Umbau. RS7. Gleicher Motor, RS7. Kunde aus Frankreich. Und dann haben wir noch einen Panamera. Das ist der Panamera Breitumbau. Der hat auch die Leistung gekriegt. Aber da machen wir gerade noch ein bisschen viel, also, muss man sagen. Das ist nicht so einfach. Aber das Auto geht gut. Den Breitbau habt ihr auch ihr gemacht? Nein, der ist von Techart. Das heißt, ihr macht jetzt nur ein bisschen Motor? Wir haben selber einen Motor bestimmt. Das ist aber reiner Porsche-Motor?
Das hat rein gar nichts hier so irgendwie mit so einem V8, die Dinger so. Nein, das ist eigentlich, man muss es so sagen. Ursprünglich ist der V8-Biturbo-Motor von Audi entwickelt worden. Mit dem neuen Motor hat die Porsche die Entwicklung übernommen. Mhm. Also jetzt praktisch ein Basis-Audi-Motor, aber von Porsche überarbeitet komplett. Mhm. Und es gibt zwei Motorvarianten. Es gibt einen im Urus, der ist ein bisschen von der Festigkeit her besser, von den Einspritzungen anders. Kurbelwelle, Steifigkeit auf alle Fälle. Und kommt jetzt, also im Lamborghini ist er, im Porsche ist er, im Audi ist er und das war es eh schon, glaube ich. Ist natürlich für uns super, weil es überall passt. Das heißt, Steuergeräte sind da die gleichen? Wie? Nein, die Steuergeräte, das ist sehr schwierig. Das ist wieder eine Zwischenkombination. Das ist 3 Jahre alt, das Auto. Das ist wieder so ein, das kannst du dir dann nirgends zuordnen, das Steuergerät. Das ist halt das Schwierige, weißt du. Wir sind im besagten Keller angekommen hier, die Motorenschmiede. Ja, genau. Na gut, das ist unser mechanischer Keller. Da machen wir halt Dreh-, Fräsarbeiten, so die Prototypen, bevor wir dann irgendwie die Zeichnung machen, das bauen lassen. Ja gut, unser Motorenkammerl. Wir haben gerade für einen Bekannten oder Freund, der hat ein originales Gruppe 4 Auto, ein Rallye-Auto, es ist von der Monte. Aber da ist kein Motor drin und kein Getriebe drin. Jetzt bauen wir praktisch einen Motor, so wie es damals Audi auch gemacht hat, also einen Serien-Urquattro-Motor auf, also einen Zweiventiler. Und da sind praktisch die Teile. Wir haben jetzt ziemlich alles beieinander. Und ja, können wir mal da anfangen oder anfangen. Das ist die Einspritzgalerie. Die Düsen gehören nicht dazu. Ich wollte gerade fragen, die werden aber. Nein, die gehören nicht dazu. Die Halterung für Servo oder Lenkhilfe, dann Drosselklappen von damals mit 2 Gasbautenzügen, glaube ich. Dann der leichte Schwung, also siehst du jetzt erleichtert. Das ist wirklich leicht, ja. Und sowas ist auch alles von euch dann gefertigt? Also sind auch alles MTM-Produkte oder wie ist das? Nein, das haben wir nicht gemacht, das habe ich gekauft. Da gibt es eine Firma, die baut sowas nach. Weil das ist ja alles richtig krasse Teile. Ja, du kannst für ein Ohr. Das kannst du nicht bezahlen. Weißt, wir haben teilweise Originalteile noch gekriegt, aber teilweise lassen wir es halt machen oder kaufen es. Ja. Ich muss dazu sagen, die sind damals mit einem 5-Hohlgeber-System gefahren und die haben damals die ersten, also das war eines von den ersten Autos, glaube ich 80er, 89er, und die haben damals eine mechanische Bierburg-Einspritzung gehabt. Die gibt es nicht mehr. Und die, was gibt, die 3 Stück, die funktionieren nicht. Jetzt bauen wir praktisch das einzige Unterschied zum Original dann mit der Motronik auf, mit der 20V. Ach, die hatten damals auch eine mechanische Pumpe. Richtig? Ja, die hat damals, gut, BMW hat damals eine D-Jetronik gehabt und die haben eine mechanische Pirbo gehabt. Aber das kannst du nicht mehr handeln. Und sowas, der Krümmer? Der Krümmer, das ist praktisch der, also es hat damals der erste 2-Ventil-Motor hat einen 330 PS Krümmer gehabt, sagt man. Du siehst also, das ist geschweißt damals. Damals teilweise mit Schiebemuffen. Mittlerweile macht man das, auch wenn es ein Nachbar ist, aus Inconel, weil es dann nicht mehr so reißen wird. Damals haben die Turbos alle einen Rechteckflansch gehabt. Da hat es noch einen Rundflansch gegeben. Da musst du den Kopf rein, dass du die Dinger nicht wegbrennt, die Dichtung. Und das ist eigentlich ein wunderschönes Teil. Und da ist der Turbo, da ist das Weißgeld dann drum. Die haben ein spezielles Weißgeld damals gehabt. Das siehst du da. Und der 380 PS Rallye-Krümmer, der ist dann total verschnörkelt. Also leider habe ich hab Teile gehabt, die sind irgendwo verschwunden. Das ist ein ganz verschnörkeltes Teil. Aber wir haben gesagt, wir bauen original in 330 PS auf, weil sonst macht es keinen Sinn. Ja, ja. Ich meine, so ein Rallye-Auto, wenn es fertig ist, kostet mittlerweile 600 bis 1 Million. Boah. Es ist wirklich so. Es gibt keine originalen Autos mehr. Ja. Wenn es da ein Einsatzfahrzeug hast, wo wirklich schon mal gefahren ist, und das ist wirklich ein originales Auto, dann muss man halt einmal 30.000 Euro in den Motor, Motor investieren. Was ist so ein Auto dann wert, wenn es ein originales Auto war? Ja, 600.000 bis 1 Million, schätze ich. Also es gibt da Versteigerungen von so Autos. Krass. Das ist eine originale Nockenwelle. Da bin ich zwar kein Fan davon. Also die sind ja damals mit Verstellrad gefahren. Die haben damals beim Urquattro oder beim 2-Ventil-Turbo einen total hohen Hub gehabt, einen großen Nockenwellenhub. Ich habe aus der Erfahrung von später, ich habe auch Gruppe N-Autos gemacht, Audi 200 und so,
für Kotolinski oder für Sperra oder für ein SMS, wenn du halt viel Einlass hast über die Nockenwelle, dann musst du so wenig Zündung fahren, dass du praktisch, dass das Abgas so heiß wird. Also musst du praktisch total fett fahren oder musst du einen Neurück senken. Ah. Und ich habe damals, wenn wir das angefangen haben, das Tunen mit dem Zweiventiler, ich habe die Seriennockenwelle auf 10,3, 10,5 Hub gehabt beim Urquattro, mechanische Ventile. Ich habe die damals auf 10,5, 10,8 gemacht. Dann hast du die viel leichter mit der Applikation. Mhm. Aber gut, jetzt, das ist original, das ist eine Welle original und dann bauen wir die wieder ein. Ja, dann machen wir die Applikation danach. Ja, ja. Das ist die Servo-Pumpe. Die mag ich jetzt gar nicht annehmen. Die kommt dann hinten am Ventildeckel hin, weil vorne, glaube ich, die Lichtmaschine ist. Mhm. Also ein spezielles Teil. Also alles. Das heißt, bei so einem Motor kommt es dann auch wirklich darauf an, dass das am Ende alles möglichst original von dem Original damals entspricht. Das muss original sein, weil sonst ist das was der Problem. Ja. Sonst optisch auch und so. Ja, optisch und auch technisch. Weißt du? Und wenn du da Teil nicht mehr original findest, zum Beispiel die Trockensumpf, das war ja damals so eine Blechölwanne, eine umgebaute. Da bauen wir halt jetzt ein bisschen, die Pumpe gibt es aber nicht mehr. Das ist zwar eine Trockensumpfpumpe von damals, aber die funktioniert nicht mehr und die gibt es nicht mehr. Jetzt bauen wir halt eine modifizierte Trockensumpf hier mit Aluölwanne und dann muss man halt das ins Datenblatt reinschreiben, dass das halt praktisch nicht original ist. Also ja, das ist Wahnsinn, halt, was das für eine Szene ist, ja, dass die solche Sachen nachbauen. Ich mache halt das so, ja. Und diese ganzen Teile sind aber original alle? Nein, das ist auch nachgebaut. Mhm. Weil das sieht alles schon so... Ich habe ein Original auch da, aber das ist nachgebaut. Mhm. Also ist wirklich damals nach dem Original, nach den Zeichnungen nachgebaut. Genauso das vom Valve, Wastegate praktisch, das Oberteil. Und die haben ja damals eine riesen Feder gefahren. Mhm. Also die sind damals ja eine hohe Feder, eine lange Feder gefahren, eine weiche Feder. Ja, ja. Dass du praktisch das Weißgeld untenrum zugehalten hast und obenrum dann aufgehalten, aufgemacht hast. Mhm. Ja, die haben sich damals schon überall was beigedacht. Ja, damals. Ja. Da gab es noch richtige Entwicklung. Du siehst aber im Homologationsblatt eigentlich ganz wenig Sachen. Da ist jetzt ja nicht der Hub homologiert oder so. Also damals, sieht ja, der Urquattro ist 1980 rausgekommen und 81 ist in die Monte gefahren oder 80. Ja. Da habe ich nicht viel Zeit gehabt. Ja. Und mal da siehst du. Oh, spinnt der. Ja, das sind halt die Original, also die Kolbmanner, die damals, also wir haben die Verdichtung ein bisschen abgesenkt. Serienmäßig hat der Urquattro Gusskolben gehabt, die waren aber nicht richtig gut. Mhm. Und das sind Schmiedekolben mit einer anderen Verdichtung, ein bisschen niedriger. Obwohl der Urquattro plus 7,0 gehabt damals. Mhm. Ich glaube, dass der sogar auf 7,8 oder 8 verdichtet worden ist. Mhm. Dann hast du natürlich wieder ein viel besseres Ansprechverhalten. Ja, ja. Und ihr habt da einen Rücklauf zugemacht? Das ist eine gute Frage. Wir fahren ja den Motor mit einer Metallmotor 20V, weil die damals, die haben ja, wie hat das geheißen? Die haben so eine Zackenringdichtung gehabt damals. Die Zackenringdichtung, die hat sich so in den Kopf eingerahmt und die waren halt einmal, die waren nicht, haben nicht funktioniert. Also die hat zwar gehalten, auch funktioniert, aber nicht auf die Dauer. Die Metalldichtung mittlerweile sind 4 Lagen oder so, das ist viel besser. Also bauen wir praktisch eine 20V Kopfdichtung rein. Und dann müssen wir das zumachen, weil da beim 20V noch Wasser ist, Wasserkanal oder so, dass das nicht rausläuft. Mhm. Also es war damals eine Verbausicherung. Ja, ja. Aber genau weiß ich das auch nicht mehr. Und sonst Kurbelwelle und Pleu und so? Kurbelwelle haben wir, eine gute Frage, die schauen wir uns gleich an. Das ist ein nachgebauter Ventildeckel. Die waren damals so Alu-Magnesium-Guss. Und du siehst, ist total super nachgebaut. Also der Wahnsinn. Sensationell, ja. Ja. Öleinlass brauchen wir nicht. Oder Ölfilterdeckel. Wegen Trockensumpf. Ja, genau. Und hinten ist dann eine riesen Aussparung für die Lenkhilfepumpen. Ja, ja. Ja, die Szene dahinter, hinter diesen alten Fünfzylindern ist einfach brutal. Ja. Das ist wirklich... Boah, spinn ich. Warte. Und du siehst die Kurbelwelle.
praktisch eine Serienkohlwelle von damals. Mhm. Und die sind halt da total erleichtert worden. Also das ist alles abgefräst. Serienkohlwelle hat da so riesen Ausgleichsgewichte. Ja. Ist aber auch eine Originalwelle von damals? Das ist eine Originalwelle. Mhm. Ich glaube, die habe ich vom Honestal von uns gekriegt. Und so ein, wenn dieses Auto wieder zusammen ist, der wird dann auch nochmal wieder richtig benutzt, oder wie ist das? Das ist eigentlich ein Sammler, der hat mehrere Autos. Aber er drängt jetzt, dass er fahren möchte. Das heißt, so irgendwelche klassische Veranstaltungen oder sowas da? Es kann sein, dass er fährt. Ich weiß es nicht genau. Ja. Der ist auch schon Safari gefahren und rund mit einem Porsche, mit einem alten 356er. Aber ich weiß nicht, ob er mit dem fährt. Aber es muss halt laufen, weißt du, und er möchte seinen Spaß haben. Und das ist der, der draufkommt? Das ist der Turbolader, ja. Mhm. Und da, den können wir schnell schauen. Man sieht damals eine Rechteckflansch, relativ große Turbine. Das ist, glaube ich, ein 10er Gehäuse. Mhm. Und ein relativ, ja, eigentlich nicht, der ist gar nicht so groß, der Verdichter. Mittlerweile fahren wir ja anders. Mittlerweile fahren wir eine ganz kleine Turbine und fahren einen riesen Verdichter. Mhm. Okay. Na, das ist der Turbolader, der draufkommt. Mhm. Ja, auch die ganzen Abmaße von damals waren immer dafür, dass es dann nur in Anführungsstrichen hier so ein 350, 400 PS Turbolader ist. Dafür war es leicht zum Tauschen. Aber du sagtest, heute würdet ihr eher Turbine klein machen, Verdichter groß. Ja, die Tendenz, also es ist so bei den Autos, ja. Die Entwicklung vom Turbomotor ist 30 Jahre weitergegangen. Ja. Das kannst du nicht mehr vergleichen zu damals. So kleine Turbine, großer Verdichter. Mittlerweile haben sie alle gefräste Verdichterräder. Alleine auch, alleine Nockenwellenverstellung, Einlass, Auslass, da kommt ja einiges zusammen. Und dann aus der variable VTG-Turbine. Ja. Das kommt da auch noch. Da kannst du verstehen und so. Das kann man nicht mehr vergleichen. Aber die Philosophie ist ein bisschen anders immer. Also so ist Porsche damals gefahren, also große Turbine, fährt jetzt auch noch teilweise große Turbine, kleiner Verdichter. Und bei Audi kenne ich es halt, ist man immer kleiner geworden von der Turbine her. Dass halt das Ansprechverhalten da ist. Ja, gut. Dafür laufen die Motoren mit der großen Turbine natürlich auf Last immer irgendwie halt entspannter. Also wenn sie dann da sind, dann ist alles. Ja, du, ich habe es vorher gesagt, wenn wir angefangen haben, wir haben den 15er damals im S2 mit dem S1 Lader. Und Krümmer, da bist du um 3-4 Liter sparsamer gefahren wie serienmäßig, weil einfach der Wirkungsgrad durch das, dass da frei war alles, viel besser war. Also du hast viel mehr Entzündung fahren können. Ich habe keinen Gegendruck gehabt. Ich habe viel Entzündung gefahren, ich habe viel kühlen müssen mit dem Benzin. War sensationell. Ein Beispiel dafür ist auch, ihr habt ja damals schon auf diesem besagten großen RS4-Kit auch riesen Turbolader gefahren. Das waren ja K16, wenn nicht sogar K24 am Ende. K16, glaube ich, oder 24. Das ist ja selbst, heute fahren die auf einem Serien-RS4-Gehäuse, 800 PS mittlerweile. Das Ding ist natürlich dann wirklich ausprogrammiert und ausgequetscht bis zur letzten Rille. Und wenn du dann doch mal auf der Autobahn von 100 bis 300 festhältst, dann wird das halt schon ganz schön heiß alles am Ende. So, ne? Ja gut, du musst die Abgastemperatur halt kontrollieren. Ich mein, so, ja, aber die braucht man sich nichts vormachen, die ist in dem Moment so hoch, sonst funktioniert das Ganze gar nicht. Echt? Und da ist es schon so, deswegen glaube ich, hat auch dieses Kit damals so gut und so lange funktioniert. Weil je größer die Turbine ist, je leichter, entspannter, kälter läuft das halt einfach alles. Ja, wenn der Gegendruck fällt, dann fährst du viel mehr Zündung. Ja. Wenn ich viel Zündung fahre, brauche ich kein Benzin oder ich habe keine hohe Abgastemperatur. Weißt? Ja. Und deswegen hat man ja so eine Kennwellabstimmung, was du sagst. Und damals waren ja die Gruppe N-Autos teilweise, auch die 200 zum Beispiel, da habe ich die Abstimmung damals gemacht mit der Serienmotronik. Die waren von der Leistung, also unser österreichischer Rallye-Fahrer, der ist da schneller gefahren mit der Gruppe A, weil ich halt praktisch mit Klopfregelung gefahren bin. Mhm. Und Klopfregelung, ich habe damals die programmiert, dass man eine Klopfanzeige hat, also das heißt die Kontrolllampe, die Fehlerlampe. Wenn der zu viel geregelt hat, dann hat die sofort geleuchtet. Dann haben sie entweder einen Zusatz nicht da, oder wir haben das EEPROM wieder getauscht. Damals war es einfach, was wir EEPROM tauschen. Und die Werksautos, die sind halt praktisch ohne Klopfregeln gefahren. Aber der Klopfabstand, der ist jetzt in Finnland im Winter früh anders. Gut, du hast die Saugradtemperaturkorrektur. Ja. Du hast dann nimmst die Zündung dann zurück, wenn er kalt wird. Ja. Oder du hast das nach vorne, nach vorne. Aber dann sind halt auch die Motoren teilweise kaputt gegangen, weißt. Und dann hat der 6-7 Grad Klopfabstand braucht mit seinem Gruppe-Auto. Und ich bin an der Klopfgrenze gefahren. Deswegen waren wir so schnell. Ah, das heißt, der Fahrer hat optisch auf der Lampe gesehen, wie stark das Motorsteuergerät schon klopft und regelt. Und danach haben sie dann quasi variabel die Abstimmung so ein bisschen mit verschiedenen E-Proms hoch und runter geschoben. Ja, klar.
Mhm. Ja, das war ja einfach, damals war die Klopfschlinge einfach. Die hat zwar nicht so zuverlässig funktioniert wie jetzt, weißt, deswegen hat man früher einen Klopfabstand gehabt in der Serie bei der Abstimmung. Ja, und wie gesagt, ich habe das gemacht, wenn der so dreimal regeln tut oder viermal oder eine gewisse Grenze, du kannst ja so Regelgrenzen nicht, oder 4 Grad zum Beispiel, wenn er schon regeln tut, dann kommt da Fehlerlampe. Und dann weißt du ja, jetzt regelt er zu viel, jetzt brauche ich besseres Benzin. Ja. Und die haben damals in Österreich immer Flugbenzin gekauft, Kerosin oder getankt. Oder du machst dir dann ein E-Prom. Cool. Dann Roland, vielen, vielen Dank. Ja, ich bedanke mich für den Besuch. Dass wir das hier alles einmal zeigen durften. Wir können dann noch schnell durchs Lager durchgehen. Wir haben ja draußen ein Lager, ein großes Tor-Lager. Ja, wir schon. Aber schon so anbietet ist das. Da sieht man nicht so viel. Den Gang für dich auf jeden Fall cool hier. Oh, so ein bisschen katakombenmäßig. Da sage ich jetzt nichts dazu. So, und hier habt ihr für die ganzen Motoren alles so querbeet. Ja, also so ein Teilchen. Eigentlich die Ersatzteile so motorseitig, bremsenseitig und so Zeug. Alles, was die Mechaniker so brauchen. Fahrwerke, ja genau. Draußen haben wir dann ein Lager für die ganzen Kendroniken. Aber das halt, was wenig Durchsatz hat, das haben wir dann da herunten. Liegen hier irgendwo noch vom RS4-Kit irgendwelche Sachen rum von da? Nein. Schon so lange, ja? Ich weiß nicht. Aber wir haben jetzt eine Inventur gemacht, ich muss die Liste nochmal anschauen. Ich glaube nicht, was brauchst du denn da? Ja, wir gucken gleich in Ruhe nochmal. Nee, wäre nur interessant gewesen, wenn jetzt genau hier von damals so ein RS4-Kit liegen würde oder so. Ja. Aber das ist nicht mehr so up-to-date. Nein. Die Krümmerbaut wäre dann noch gebaut. Mhm. Und damals haben wir sogar beim RS4 die S4-Zylinderköpfe draufgebaut, weil die größere Kanäle gehabt haben, weißt du. War natürlich nicht schlecht. Nein, wir können dann nachher nochmal schauen, aber so früh weiß nicht. Wir gehen nochmal auf die Suche. Okay. Ja, nee, ich würde trotzdem sagen, Roland, danke für die Zeit. Ja, mega Einblicke, geile Firma, Traditionsbetrieb hier. Gerne, ja. Wir sind jetzt noch nicht ganz fertig, wir dürfen noch ein Autoprobe fahren. Ja, Mist. RS6 bist du schon gefahren, oder? Mhm. Ja, ja. Heute mal ein bisschen was anderes. Wollen wir noch nicht zu viel verraten, aber ja. Du wirst begeistert sein. Ich hoffe. Von dem Auto hat nämlich ein Freund von mir die ganze Abstimmung gemacht. Lenkung, Motoraufhängung, Silentblöcke. Mhm. Und der fährt sich, sage ich mal, sportlicher fast wie ein RS-Modell von Audi. Echt? Mhm. Musst du mal fahren. Ja, ich würde sagen, war wieder ein bisschen länger. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ja, dann schneid's. Vielen Dank fürs Zuschauen. Okay. Danke für die Einblicke. Und gerne. Bis zum nächsten Mal. Aber wir sehen uns nachher. Ja, klar, auf jeden Fall. Okay. Danke. Tschüss.